Und das war, also ich habe jetzt, keine Ahnung, ein Jahr 10 oder so dann mal geschafft gehabt und dann wurden sie alle krank und man hat halt nirgends mal erklärt bekommen, du musst das bauen und achte darauf und Apotheken helfen dir dabei und ab so und so viel sollte man das machen und irgendwie so, ne? So kleine Hinweise, einmal kurz erklären, was Apotheken machen und so in Form eines Tutorials, das wäre schon ganz nett, damit man die Zusammenhänge auch ein bisschen mehr versteht. Das war, ich weiß nicht, ob es im Let's Play war oder im privaten Spiel. Bei dem Gras war das so ein Problem. Ich hatte halt keine Ahnung, wie komme ich an neues Gras? Wie kann ich dann mehr Häuser bauen, ne? Und das macht's dann mühsam. Ich weiß nicht, man muss halt parallel googeln und so. Das ist nicht so geil. Und, das fand ich etwas enttäuschend. So, wir ernten mal, dann kriegen wir das Gras langsam zusammen. Die Kartoffeln sind auch schon fast geerntet. 552, das ist schon mal ganz gut, das ist eine ganze Menge. Ein bisschen mehr wird noch kommen. Und vielleicht kriegen wir ja auch noch ein paar, weil die noch weiter beziehungsweise noch mal anpflanzen. Mal schauen. Das Haus hätte ich auf jeden Fall gern fertig. Und hier sollen die jetzt ernten. Los! Los, los, los. Ah, sehr gut. Hm? Ja, du trägst tatsächlich Gras. Sehr gut. Dann machen wir doch einen Fischer weniger und einen Bauarbeiter mehr. Ja. Denn jetzt ist auch das letzte Haus voll gefüllt mit Babys und Jugendlichen und Erwachsenen. Ich frag mich, wie die das hier machen im Game. Wahrscheinlich wird einfach immer pro Tag einer abgestellt, der die Babys überwacht. Die 7 Stück. Oder die Jugendlichen kümmern sich um die. Und die Kleinkinder und alles, die werden einfach in so Säcken an die Wand gehängt. Das geht natürlich auch. Ne? Das ist auch durchaus realistisch, sowas. Gut. Noch ein Haus macht jetzt erstmal keinen Sinn. So, da wird auch direkt neu angepflanzt. Das lassen wir mal zu. Bauarbeiter brauchen wir keinen mehr, deswegen mache ich jetzt einen Jäger. Ich möchte lieber Fleisch haben, statt Fisch. Könnten natürlich auch hier helfen beim Abbauen des Grases. Aber, naja, das ist jetzt nicht so bedeutend, glaube ich. Denn aus? Ist das realistisch, dass hier noch Kartoffeln wachsen? Glaub nicht, oder? Das halte ich echt für unwahrscheinlich irgendwie, auch wenn die da gerade fleißig dabei sind. Kann man irgendwo die Wachstumsgeschwindigkeit einsehen? Nee, man sieht eigentlich nur aktuelle Luftfeuchtigkeit, Temperatur. Es gibt bestimmt so ein optimal Wetterverhältnis, sag ich jetzt mal, für Kartoffeln in-game, aber auch das wird einem ja nirgends gesagt. Beziehungsweise, gibt es das als Info vielleicht? Oh. Doch, es gab ein Tutorial, ne? Hier, von wegen Sperren, ich erinnere mich, da war was. Aber, ja, alles mäßig irgendwie. Nicht so hervorragend, dieses Tutorial, um es mal freundlich auszudrücken. Wie sieht es hier aus? Noch sehr viel Gras vorhanden. So, und jetzt ist hier auch Schluss. Es wird zu kalt offenbar. Dann ernten wir mal das Rötzchen Kartoffeln, was da noch ist. Und anschließend schicken wir die alle an die Angel. Die sowieso. Dann hoffen wir mal, ein paar Kartoffeln kommen bald noch bei rum. Aber wir haben auch relativ viel Fisch, muss ich sagen. Na gut, es wird wahrscheinlich auch einfach viel zu wenig davon gegessen. So, die Bauern flitzen übers Feld. Er flitzt auch übers Feld.
Aber es wird schon viel zu kalt. Und, wie sieht's aus? Halb durch oder so? Oh. Ein paar Kartoffelchen. Und im nächsten Jahr wäre dann die Möglichkeit zu sagen, beide Felder voll mit Kartoffeln. Aber, ja gut, da war jetzt auch nur einer beschäftigt, ne? Der braucht dann natürlich auch länger zum Ernten und Wegbringen. Das ist dann wohl so. So, Feld ist bald abgeerntet. Winter naht. Der Winter kommt, quasi. Nee, warte. Doch, so ist richtig. Hier ist jetzt tot, sozusagen. Gibt's gar nichts mehr. Fischerei. Auf geht's. Oder vielleicht können wir auch zwei Fischer nehmen und die in Förster und stecken. Förster und, wie heißt das denn? Holzhacker. Natürlich. Der Holzhacker hackt. Egal. Holzhacker Hickhack. Ich laber einen. Spätherbst und schon Schnee. Das ist... okay. Kann man mal machen. Mal gucken, wie der Winter so wird. Niemandem ist kalt. Ja, mit den ganzen Fellen hätte man jetzt natürlich noch einen Schneider einrichten können, aber das Erste, was man wirklich besorgen muss, ist Nahrung. Gut, das haben wir jetzt sehr, sehr viel eigentlich vergleichsweise. Was ich halt auch sehr erstaunlich fand, in einem der privaten Spiele, die ich ein bisschen länger durchgezogen habe, eine Mühle zu bauen, die ist gigantisch, das Ding, und diesen Produktionsprozess erstmal aufzubauen, ist echt anstrengend. Man braucht halt ein großes Feld, was Weizen produziert und man sollte auch OK drücken. Dann die Mühle eben und dann ein Bäcker. Und das sind allein Rohstoffe ohne Ende, die man da schon reinpumpen muss, um das hinzukriegen. Das kann ich haben, die mehr Kalorien. Ja, tatsächlich. Brot hat ein bisschen mehr Kalorien. Ein Obstkuchen noch mehr. Also wenn man wahrscheinlich dann Weizen, Früchte und hat, dann kommt man echt gut klar. Gemüsepastete. Sowas ist wahrscheinlich dann auch noch. Honigkuchen, natürlich der Honigkuchen. Fischauflauf. Ja, das sind da die Nahrungsmittel wahrscheinlich für später, wenn man so richtige Produktionsketten hat und damit dann die Versorgung sicherstellt. So, bringen die Jäger noch was oder eher nicht? Mal schauen, wo sind sie denn? Da. Mhm. Du bist zu Hause gewesen. Okay. Ja. Mhm. Ihr habt zumindest was mitgenommen jetzt. Aber da ist zum Beispiel ein Bär. Der lebt noch. Das geht so nicht. 23 Bewohner haben wir. Mal gucken. Du kannst hier nicht bauen. Da kannst du aber bauen. So. Machen wir Holzfäller und den zum Bauarbeiter. Und bauen wir einfach noch ein Häuschen. Bei 23 Bewohnern von 25 freien Plätzen tut das Not, glaube ich. Und das sollte von den Rohstoffen her auch relativ zeitnah schaffbar sein. Dann haben wir das noch vor Ende des Winters. Kind Narina. Nee, Naria ist älter geworden. Kann also jetzt mit Teppichknüpfen anfangen. Schön. Wobei, mit Jugendlich ist dann wahrscheinlich schon zu alt. Da, 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 da.
dann gibt es auch eine Schule. Jawohl, eine Schule gibt es auch. So weit bin ich halt nicht mal gekommen. Ich glaube, wenn jemand eine Ahnung hat, ob es einen Let's Player auf dieser Welt gibt, der das mal wirklich lange gespielt hat und eine sehr große, lange Story mit seiner Stadt abgeschlossen, wie auch immer, gerne mal kurz mitteilen. Das würde ich mir gerne mal ansehen, wie man das schafft und wie das dann aussieht. So das ganze Zusammenspiel zwischen verschiedenen Gewerken und Ähnlichem. Das fände ich sehr interessant. So, aber wir befinden uns noch im Winter und ich glaube, hier an der Stelle, wir haben es in den Winter geschafft. Nahrung ist ja doch genug vorhanden. Würde ich mal beenden. Ich lasse es mir offen, ob ich nochmal weitermache oder nicht. Aber jetzt erstmal wird wahrscheinlich ein anderes Let's Play folgen, das ich dann vermutlich nächste Woche aufnehme. Heute teste ich das Spiel schon mal an. Und aufgrund von Müdigkeit werde ich heute wahrscheinlich dann eh nicht mehr aufnehmen. Sonst hätte ich das wahrscheinlich heute noch gemacht. Gut, dann ich hoffe, es hat, auch wenn es nur so ein kleines Anspielen war, gefallen. Und wir sehen uns dann im Nachfolger, beziehungsweise in City Skylines, wo wir ja auch noch eine Stadt bauen, die noch ein bisschen größer werden soll. Bis dahin. Ciao, 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 ciao.